So, es ist Vollmond und wir hatten einen richtig guten Impuls gestern. Und gestern ging es um den Vollmond als solches, was gerade los ist an Energien. Und mich haben so viele Zuschriften erreicht und so viel Feedback erreicht, dass ich noch einen nachlegen möchte. Falls du den Impuls gestern nicht gesehen hast, findest du ihn definitiv im Shivolution Sisterhood, auch mit den ganzen Kommentaren und Hinweisen und Antworten. Dort findet die Diskussion statt beim Shivolution Sisterhood auf Facebook. Oder du kannst dir das Video nochmal auf YouTube ansehen. Dann wahrscheinlich ohne Diskussion. Auf jeden Fall findest du diesen Impuls nochmal. Und ein Teil dessen war wirklich, dass in diesem Vollmond wir in dieses Spannungsfeld kommen von die Dinge sind irgendwie klar, ich habe ganz viele Projekte, Ideen, Wünsche irgendwie in der Pipeline und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das geht noch nicht richtig los. Und dieses Spannungsfeld in Anführungsstrichen zwischen Wunsch und Wille, diese Idee zwischen Herz und Verstand, von Dingen, die sein können, die ich mir vielleicht noch nicht erlaube. Und es ging im Kern wirklich darum, in deine wahren, wahrhaftigen Wünsche zu gehen, dir diese einzugestehen. Denn das ist das allererste, dass wir uns diese Wünsche auch wirklich eingestehen und sie nicht von vornherein sozusagen wegschieben, sondern dort reingehen und sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist es, was ich mir wünsche, das ist es, was ich will. Das ist es, wonach mein Herz sich sehnt. Nicht mein Kopf, sondern mein Herz. Und dann, und das ist das Bild, was ich seit heute Morgen habe, auch nachdem mich diese ganzen Zuschriften erreichten, und deswegen gibt es nochmal diesen Nachtrag zum Vollmond, gibt es zwei Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Wir können uns entscheiden, diesen Berg zu erklimmen, diesen alten klassischen Weg, wo wir den Berg hochsteigen, wo wir sagen, da muss ich hin. Und dann nehmen wir diesen fetten Rucksack mit dem Sicherungsseil und all dem, was dazugehört und machen uns auf und müssen das Proviant mitnehmen und so weiter und so fort. Und wir haben diese Herausforderung, diesen Berg zu erklimmen. Oder wir entscheiden uns, drumherum zu fließen. Wir entscheiden uns, dem Fluss uns hinzugeben und nicht zu sehen, wo es hingeht, nicht die Spitze erklimmen zu müssen, nicht ganz oben stehen zu müssen, sondern uns vom Leben tragen zu lassen, vom Fluss des Lebens mitnehmen zu lassen. Und das ist sozusagen der Kern, worum es geht. Ich kann sagen, ich muss diesen Berg erklimmen, weil wir, und Konstanz, das ist genau das, was du sagst, wenn wir in so einem Tief sind, wenn wir in dem Schmerz sind, dann immer das Gefühl haben, wir müssen wieder nach oben. Wir haben immer ganz oft diese Ideen, es muss an die Spitze gehen, wir müssen ganz oben stehen, wir müssen diese außergewöhnliche Aussicht erreichen. Was wäre, wenn die Magie darin liegt, mich einfach fließen zu lassen und nicht zu beurteilen nach oben, nach unten, nach gut, nach schlecht, nach happy or non-happy, Glück oder nicht glücklich, sondern mich einfach dem hinzugeben, diesem Fluss, der mich tragen wird. Und wenn ich mir erlaube, wenn ich dem Fluss erlaube, mich zu tragen, kann ich um diesen Berg hinumfließen, herumfließen und dort ankommen, wo ich hin möchte. Und zwar ohne diese Anstrengung. Ohne den Kampf, ohne den Ballast, ohne die ganze Energie, die es mich kostet, wenn ich meine, ich muss diese Journey machen nach oben. Es fühlt sich auf einmal ganz anders an. Das heißt, diese wirklich wahren Wünsche, die in uns sind, und auch im tiefsten Schmerz zu erkennen, was ist es, was ich mir eigentlich wünsche. Und das kommt jetzt nochmal, ich nehme es einfach mal auf, ganz oft auch in Trennung. Und das ist schön, dass es mit drin ist, denn das ist so ein wichtiger Punkt. Gerade wenn wir anfangen, uns diesen unser Expansion, unsere Ausdehnung, unseren Weg hinzugeben. Und ich kenne das von mir selber auch. Es ist ganz oft so, dass Dinge einfach verschwinden, dass sie sich ja lösen, dass wir sie loslassen dürfen, dass sie sich verändern. Und ich kenne von mir zum Beispiel auch aus Beziehungen, dass ich ganz oft in diesem Schmerz war. Und da wirklich reinzugucken, was ist das eigentlich für ein Schmerz? Das gilt auch für alles andere. Ist es der Schmerz um die Person? Ist es der Schmerz darum, dass ich jetzt nicht mehr Pärchen bin, sondern wieder Single? Oder ist es der Schmerz darüber, dass es wieder nicht funktioniert hat, obwohl ich es mir so sehr gewünscht habe? Drei verschiedene Optionen für Schmerz, drei verschiedene Optionen für die Traurigkeit, die in mir ist, das Herz, was gebrochen ist. Und da wirklich reinzuspüren, zu gucken, was es ist und mich da rein fließen zu lassen. Ganz oft sind wir in diesen vorgegebenen Dingen, wo wir anfangen, diesen Berg zu erklimmen, zu sagen, mir geht's scheiße, jetzt muss ich gucken, dass es mir wieder gut geht und versuche so schnell wie möglich wieder zu funktionieren. So schnell wie möglich diesem Wunsch, diesem
Willen, das, was willentlich geschehen soll, nahe zu kommen. Und dieser Vollmond und all das, was jetzt auch kommt, lädt uns wirklich ein, aus diesen alten Mustern rauszugehen, dass ich etwas tun muss, sondern dich reinfallen zu lassen. Und je klarer du bist, desto eher kann der Fluss dich dahin bringen. Denn wir müssen nur entscheiden, was das Was ist. Und dann können wir das Wie wählen. Und das Wie kann sein, dass ich mich für die anstrengende Expedition auf den Berg und dann ja auch über den Berg hinaus auf den nächsten Weg begebe. Oder es kann sein, dass ich mich einfach entscheide zu sagen, hey, ich schwinge mich auf dieses Fluss und lass mich einfach mal vom Fluss tragen. Immer meinem Nordstern folgen, immer gucken, wo der mich hinbringt. Und wenn ich merke, der Fluss trägt mich in eine andere Richtung, dann kann ich einfach aus meinem Fluss rausspringen, ein paar Stücke gehen und mir den nächsten Weg suchen, den nächsten Schritt suchen. Es hat nie jemand gesagt, dass ich rennen muss. Es hat nie jemand gesagt, dass ich auf den Berg klimmen muss. Und es hat nie jemand gesagt, dass es schwer sein muss. Dass der Weg nicht einfach ist, wenn wir uns Richtung Nordstern bewegen, wenn wir uns mehr und mehr in uns bewegen. Das haben wir, glaube ich, langsam mehr oder weniger auch alle gemerkt. An irgendwelchen Stellen gibt es immer wieder Herausforderungen. Es wird immer wieder auch Schmerz geben und Verlust und das Gefühl von Einsamkeit. Und da zu gucken, um was trauere ich eigentlich gerade wirklich. Gerne, Konstanze. Was macht mich wirklich jetzt? Was ist die Illusion von, warum ich mich einsam fühle? Da reingehen, da reinzuspüren und mich damit fließen zu lassen. Ich hoffe, das macht Sinn. Dieser kleine Impuls musste heute nochmal raus als Nachtrag zu dem, was gestern war. Wenn du auf Instagram dabei bist, dann kannst du den Impuls von gestern, ich glaube, der ist nicht mehr online im Shivolution Sisterhood finden oder auf YouTube. Und wenn du es auf einem der beiden Kanäle siehst, dann weißt du sowieso Bescheid. Ich freue mich, von dir zu hören und von dir zu erfahren, wie es dir geht. Bist du eher der Bergsteiger oder bist du schon im Fluss? Ich habe für mich gemerkt, ich bin ganz oft früher auf diesen Berg gestiegen. Ich habe dem geglaubt, dass wir diesen Berg erklimmen müssen, dass wir nach oben gehen müssen, dass wir oben sein müssen, bis ich wirklich gelernt habe und verstanden habe, dass die Energie und die Kraft, die es kostet, auf diesen Berg zu gehen, wenn ich die dafür nutze, für Dinge einzusetzen und in diesem Fluss mich hinzugeben, dann kann das Leben auf mich zukommen und mir so viele wunderschöne Dinge geben. Und immer wieder reinzuspüren in die Angst, in den Schmerz, in die Traurigkeit, all diese vermeintlich schlechten Gefühle und zu gucken, was liegt eigentlich darunter und was trauere ich gerade, wovor habe ich eigentlich Angst und was schmerzt mich wirklich. Und mich durch das und da reinfallen zu lassen und gehen zu lassen. Das nochmal so ein Impuls für den Vollmond, vor allem wenn es darum geht, dir deine wahrhaften, wirklichen Wünsche einzugestehen. Und das kann manchmal sein, dass es nicht der Wunsch ist, mit dieser Person zu sein, sondern dass es der Wunsch ist, nicht mehr alleine zu sein. Und uns diese Wünsche einzugestehen, das kann manchmal schmerzhafter sein und tiefer gehender sein, als wir uns das vorstellen können. Denn manchmal ist es der Schmerz zu merken, fuck, und es ist immer noch nicht so. Doch wenn wir da durchgehen, dann können wir wirklich dahin kommen, wo unsere Seele sich hinwünscht. Ich sage mal, hinter jedem Schatten steckt eine Superpower. Und diese Superpower ist in dem Sinne der Moment, der uns erlaubt, dann wirklich dorthin zu gehen, wo wir wirklich hinwollen, wirklich diesen Weg zu finden, der uns wirklich dorthin führt, wo wir uns hinbegeben möchten. Und manchmal ist es schmerzhaft, sich die eigenen Wünsche einzugestehen. Ich habe da auch schon gesessen, bin da reingegangen, habe mir Musik angemacht, habe reingespürt und habe immer tiefer geguckt. Also wirklich so ganz profan, praktisch nochmal, die Jungfrau mag es auch gerne praktisch, dir aufzuschreiben, warum bin ich jetzt traurig, warum habe ich den Schmerz, was steckt dahinter, was steckt dahinter, was steckt dahinter, bis wir auf den Boden kommen. Und dort ist der Wunsch, dort ist die manchmal die Sehnsucht oder die Vision, die wir noch nicht erreicht haben, wo wir vielleicht noch nicht sind. Und das kann sehr schmerzhaft sein, sich das einzugestehen im ersten Moment. Und gleichzeitig zu wissen, durch den Schmerz können wir die Transformation herbeirufen, die uns befreit. Solange wir vermeiden, solange wir diese bösen, blöden, unangenehmen Gefühle wegdrücken und uns nicht in die Dunkelheit begeben, werden wir nie wirklich ins Licht kommen. In dem Moment, wo wir aufhören zu bewerten und zu sagen, auch der Schmerz kann der Kompass sein. Auch die Traurigkeit kann mich irgendwo hinleiten, wenn ich anfange, ihr zuzuhören. Wenn ich anfange zu fragen, was möchtest du? Wenn ich die Angst frage, was möchtest du heute? Wozu bist du gut? Was steckt dahinter? Was ist deine Botschaft? Und ich wirklich all diesen Emotionen zuwende
und sie einfach mal als Botschafter für etwas sehe, anstatt direkt zu sagen, ich will mich nicht schlecht fühlen, ich will mich nicht traurig fühlen, ich will nicht wütend sein, das sind alle schlechte Gefühle, ich bin einfach nur Licht und Liebe. Wenn ich mich das traue, dann sind sie wahrlich gute Wegweiser. Wenn ich mich traue, mit ihnen einmal in die Dunkelheit zu gehen, dann führen sie mich ins Licht. Versprochen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen weiterhin magischen, lichtvollen Vollmond und wirklich dieses Trau dich in deine Wünsche zu gehen und dir deine wahrhaftigen Wünsche einzugestehen. Das war's auch schon. Ein kurzer kleiner Impuls. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Freue mich über Kommentare und Rückmeldungen. Lass mich wissen, wie es dir mit diesem Impuls geht. Und vielleicht auch, an was für Impulse du in Zukunft noch interessiert bist. Denn ich habe das Gefühl, wir kommen wieder in einen neuen Flow und es wird auch wieder hier mehr geben, was durchfließt. Und da ich wahnsinnig gerne auch in diesem Service bin, freut es mich, ja, to serve you better, also auch dich besser zu unterstützen. Und ich freue mich über jeden Impuls von deiner Seite. Also, habe einen magischen Mittwoch. Einen weiterhin wunderbaren Vollmond und bis ganz bald, wahrscheinlich spätestens am Feminine Friday, zum nächsten Impuls. Mua. Mua.